Was geht ab, Leute? Wir sind heute in Stuttgart in der wunderschönen Stadtbibliothek und vergleichen mal zwei in etwa gleich gute bzw. gleich schlechte Kameras. Und zwar ist es die Panasonic Lumix G70 und die Sony Alpha A6300. Und welche von beiden besser ist, ob es ein Top ist oder ein Flop ist, könnt ihr selber entscheiden. Ich habe ein Fazit dazu am Ende dieses Videos. Erstmal viel Spaß! Fangen wir mit dem Äußeren an. Da gibt es wesentliche Unterschiede. Die Sony-Kamera ist ein gutes Stück kleiner, gleichzeitig aber durch ihr Magnesiumgehäuse extrem viel hochwertiger verarbeitet. Nicht falsch verstehen, die G70 fühlt sich nicht billig an, aber einen Unterschied merkt man allemal. Der Punkt geht an die Sony. Doch schauen wir mal genauer hin. Die Anordnung der Knöpfe und Tasten ist sehr übersichtlich und durch den Griff für die rechte Hand ist jede Taste auch sehr gut erreichbar. Lediglich den Record-Button hätte ich am liebsten mit dem Fotoauslöser getauscht, da ich die Kamera hauptsächlich für Videos verwende. Und genau das ist bei der Sony besser gelöst, da die Aufnahmetaste am rechten oberen Rand mit dem Daumen sehr gut erreichbar ist. Aber bevor es jetzt Jubelschreie gibt, schaut selbst hin, alle anderen Tasten scheinen irgendwie ein Wirrwarr. Also klarer Punkt für die G70. Als nächstes betrachten wir mal das Display. Bei der Sony lässt er sich lediglich nach unten in diese zwei Positionen neigen. Es ist ein einfaches TFT-Display mit sehr schlechtem Blickwinkel, was auch noch sehr stark spiegelt, sodass es oftmals einfach unbrauchbar scheint. Die G70 hat aber ein frei, dreh- und schwenkbares OLED-Display, welches einen guten Kontrast hat und sehr lichtstark ist. Außerdem ist ein Touchscreen verbaut, wodurch ihr natürlich alle Einstellungen auf dem Display vornehmen könnt. Gerade bei manuellem Fokus deutlich effektiver, da man dies bei der Sony jedes Mal im Menü einstellen muss. Wieder ein Punkt für die Lumix. Womit wir auch schon beim Punkt Menü sind. Die Lumix zeigt hier ein übersichtliches und sehr intuitives Menü, das sich via Touchscreen oder über die Tasten gut bedienen lässt. Sehr einfach, aber so sollte es doch sein. Oder, Sony? Puh, beim ersten Hinschauen wird einem ja richtig schlecht. Es ist zwar super, dass man wirklich jede Kleinigkeit selbst einstellen oder verändern kann, aber gerade für Einsteiger ist das doch eher eine Hürde. Wieder ein Punkt für die G70 also. Beide nehmen in 4K mit 25 Bildern pro Sekunde auf und da kann die Sony endlich punkten. Pixel sind ja bekanntlich nicht alles. Das Bild ist einfach schärfer und kann unter schlechten Lichtverhältnissen noch wahnsinnig gute Videos einfangen. Der Autofokus ist aktuell auch mit 0,05 Sekunden der schnellste auf dem Markt. Man erkennt ja auch schon beim einfachsten Betrachten, dass die Sony einfach die bessere Qualität aufzeigt. Sie nimmt mehr Tiefenschärfe auf und verarbeitet auch alles deutlich besser. Und weil das bei der Kamera eben am wichtigsten ist, gibt es dafür auch die doppelte Punktzahl. Zwar wird euch jeder Verkäufer erzählen, dass man mit der Lumix G70 4K-Videos höchstens 30 Minuten aufnehmen kann, aber ihr könnt ruhig längere Videos produzieren, denn die Kamera speichert alle Dateien, die größer als 4 GB sind oder länger als 30 Minuten dauern, separat ab, aber sie nimmt wenigstens weiter auf. Auch der Akku hält gut und gerne mal 2 Stunden aus. Bei der Sony hingegen sieht das Ganze anders aus. Wenn es um die Akkuleistung geht, heißt das einfach nach wie vor bei Sony: Houston, we have a problem. Denn schon nach einer Stunde 4K-Aufnahme macht der Akku schlapp, wenn sich die Kamera nicht schon vorher verabschiedet, da sie gerne mal überhitzt und dann aus Sicherheitsgründen sich selber abschält. Daher wieder ein klarer Punkt für die Lumix. Knappes Ergebnis, aber wenn man auf den aktuellen Preis schaut, ist die Sony zwar deutlich teurer, angesichts der deutlich besseren Videoqualität und der sehr guten Low-Light-Performance kann der Aufpreis aber auch wert sein. Entscheidet einfach selbst. Jetzt sind wir auch schon beim Fazit angelangt. Meiner Meinung nach ist auf jeden Fall die G70 die bessere Kamera, falls ihr ganz neu im Videogeschäft seid, wenn ihr neu mit YouTube anfangen wollt und ihr legt großen Wert auf sehr einfache Bedienbarkeit, dann auf jeden Fall die G70.
Falls ihr aber was Anspruchsvolleres möchtet und vor allem mehr Videoeinstellungen braucht, die Sony-Kamera, da seid ihr auf jeden Fall besser beraten. Und falls ihr mal sehen wollt, wie beispielsweise der Marvin das Display-Problem bei der Sony gelöst hat, schaut bei ihm vorbei, er hat ein cooles Video dazu gemacht. Und ansonsten beim Lukas seht ihr noch ein cinematisches Video dazu. Schaut euch also beide Kanäle mal an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und über Feedback in den Kommentaren freue ich mich natürlich genauso wie über ein Abo, das ihr da lassen könnt. Und ansonsten sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. See ya. Ciao. Ciao.